Der Fendt ist einfach nur sehr lang. Er ist zwar auch schon sehr hoch, aber ich weiß nicht. Also ich hatte persönlich das Gefühl, dass der Fendt doch eine Nummer bulliger war. Okay. Ich glaube, der Hago arbeitet da. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Hago arbeitet bei einem Unternehmen, ne? Ja. Oh. Ja, genau. Also Hago ist wirklich vom Fach. Also wenn ihr Fachfragen habt, könnt ihr Hago nageln, würde ich jetzt schon sagen. Löchern bis. Das hört sich so verkehrt an. Ihr seid jetzt auch etwas älter, ne? Habt ihr das Spiel You Don't Know Jack gespielt? You Don't Know Jack, yes, yes, yes. Das war cool. Das war cool. Das war richtig witzig. Ich habe mich so weggeschmissen bei dem Spiel. Da gab es ja auch das Nageln. Das war schon gut. Ja, genau. Festnageln. Genau. Es gibt ja jetzt diese andere Quiz-Gedöns, das auch ziemlich nah da dran kommt. Ich meine, der Meinung ist es sogar vom selben Hersteller. Okay. Aber leider gibt es das nur auf Englisch. Die Fragen sind auch schon ziemlich cool. Aber wenn dein Englisch nicht gut ist, ist es schon ziemlich heftig. Ich weiß es nur nicht mehr, wie es heißt. Es gibt es sogar auf dem Handy. Du kannst es entweder auf dem Handy spielen oder auf dem PC. Okay. Und es gibt es auch bei Steam. Mal. Oder war es ein Browser-Game sogar? Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste denn das noch, ey. Das war schon ziemlich geil. Bin ich mal gespannt, ob das mehr Stroh bringt. So, ein Timo. Dirk, willst du mal gucken, warum ein Timo gebannt wurde? Oh ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, das ist der nichts gesagt hat. Irgendwie, ich glaube, das ist der nichts gesagt hat. Ja. Irgendwie sowas war das. Hat sich mal gefragt, ja, Leo hat gesagt, sag ich nur. Werner hat ihn gebannt und Leo hat es gesagt. Leo okay. Muss das jetzt verantworten. Ich bin der Meinung, wir waren alle zusammen im Raum und das war, weil wir dich gefragt haben, ob wir dir helfen können und Hallo gesagt haben und von dir kam nichts. Genau, du bist auch durch die Channels geschwitcht. Und wir haben halt häufiger, weil das ist ein offener Teamspeak hier, jeder kann rein. Und dann gibt es häufiger so sehr lustige Menschen oder sie glauben, dass sie lustig sind, die switchen durch die Räume und belästigen die Spieler, die hier vernünftig spielen wollen. Und da müssen wir halt, konsequent sein und wir haben dich gefragt, du hast nichts gesagt, hast das Verhalten gezeigt, was üblich ist für so eine lustigen Menschen und dann haben wir dich halt gebannt, aber das ist kein Problem, wir können den Bann auch wieder rausnehmen. Man muss halt bloß dann aufpassen, weil das könnte dann halt wieder passieren. Dirk, machst du das eben oder kannst du das nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich versuche? Nein, kann ich nicht. Alles klar, dann werde ich das auf jeden Fall rausnehmen später, ja. Ja, es ist halt unglücklich sowas, aber da können wir auch nicht viel gegen machen. Nur so eine Scherze. Na. Guck mal, die Schwad geht noch höher. Wenn man am Ende stehen bleibt. Oh. Baut er Häuser hier, ey. Ja. Alter, verdammt. Na. Das wird so nicht funktionieren, ne? Ah, da hinten. Oh, Türmchen. Aber das hier ist kein. Na egal. Muss ich halt einmal so fahren ohne GPS. Wenn da einmal nur ein Strich nach bleibt, häcksel das weg. Ja, ich wollte schon jetzt die gesamte Breite nehmen. Achso, ja, dann häckseln wir da zum Strich. Weil da bleibt ein so ein Pissstreifen da. Ja. Ich muss tatsächlich wieder mit dem Lenkrad fahren. Hago, komm ran auf den Meter. Ja, du störst, du hättest ja nicht gestört. Wie gesagt, wir haben halt ab und zu so eine Leute, die dann halt stören. Und dann müssten wir das halt leider so machen.
zum Thema Mitspielen, klar kannst du mitspielen, wenn du die Mods zusammenkriegst. Und ja, du hast gerade gesagt, aber du hast kein Mikro, ne? Ein Mikro solltest du schon haben, sonst wird das viel rumgeschreibe. Und das mag ich nicht. Ja. Also ein Mikro solltest du schon haben, dann kannst du gerne mitspielen. Und so ein Mikro, das ist ja nicht teuer. Also so ein Headset gibt es auch teilweise für 10 Euro im Supermarkt. Ne? 10, 15? Die sind jetzt nicht die besten, aber... Es gibt ja so eine einfachen Standmikros zum Beispiel. Ja, oder die sowas. Die sind halt sehr billig, aber die funktionieren auch. Ja, eben. Muss jetzt keine... Oder diese Anklemmmikros oder immer gibt. Ja, keine 300 Euro für ein Headset ausgeben. Nur jetzt den Werner irgendwo hinten rumdissen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Headset ist definitiv das Beste, was ich ever gehört habe. Definitiv. Ja, ich muss ja auch bedenken, ne? Das ist ja nicht nur das da. Das ist TV-Qualität. Und du hast noch einen Dingsbums da dran. Einen Mischpult davor und so eine Scherze. Also Werner hat schon ordentlich investiert. Ja gut, das Mischpult ist nicht die Welt, aber das ist ja sowieso nur, um das einzupegeln, weil sonst und mit Strom zu versorgen. Sonst funktioniert der Spaß ja nicht. Aber davon mal ganz abgesehen, das ist definitiv eine TV-Qualität. Ja. Das hat halt seinen Preis, das ist halt so. Das ist halt so. Macht ja nichts. Das ist nicht so wie unsere Mikros, die nur so ein Mono-Mikro sind und den rechten und linken Kanal gleich auffüllen. Sondern bei ihm ist es definitiv ein Stereo-Mikro. Echtes Stereo-Mikro. Wenn du deine Soundqualität dementsprechend einstellst, dann hörst du auch ganz klar den Unterschied. Ganz einfach mal Ausrufezeichen Mods in den Channel schreiben, dann kriegst du einen Link zu den Mods, die wir zurzeit hier verwenden. Da kannst du dir auf jeden Fall die Mods raussuchen. Und dann halt, wenn du die Mods hast, kannst du dich dann nochmal melden. Ich glaube, wir haben zurzeit auf dem Server keine umgeschriebenen Mods. Das heißt, alle Mods, die wir verwenden, könnt ihr auch so irgendwo finden. Solltet am besten schon die Original-Download-Dings von den Leuten nehmen. Weil die haben sich ja auch Mühe gegeben bei der Erstellung der Mods und sollen auch davon was haben. Meiner Meinung nach. Gerade so eine Maps wie die hier, die wunderschön gemacht ist, sollte man auf jeden Fall den Original-Link verwenden. Weiß nicht, wird man bei manchen Mod-Hoster auch bezahlt oder entlohnt, wenn man bei denen die Mods hochlegt? Ja, unwahrscheinlich, ne? Glaube nicht. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Geschäfte gemacht werden, wenn du die Mod-Hoster hochlädst. Aber ich bin der Meinung, da ist keine Vergütung hinter. Hago? Ja, mein Problem. Ich könnte jetzt hier ansetzen. Na, mach. Und dann... Auf. Ja? Ja. Hago hat gesagt. Und den darunter werde ich dann häckseln. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß noch, was wir alles umgeschrieben haben an den Mods, ne? Früher, wo wir nur mit 4 Mann, 5 Mann auf dem Mod-Server gespielt haben. Aber ich weiß noch ganz genau, dass wir die Überladegeschwindigkeit auch angepasst haben, damit wir richtig. Und so eine Scherze, das war. Wo wir dann in einer Sekunde einen Drescher leer gepumpt haben. Genau. Also das war schon absurd. 10.000 Liter die Minute. Zack, leer war das Ding. Ja. Kriegt man da schneller? Klar, logisch. Ja. Da wird die Zahl schön hochschrauben, eine Null hinten dran hängen oder so. Das ist ratzifatzi. Oder Preise ändern. Preise anpassen. Ich weiß nicht noch, wo dann die ersten LS13 Mods kamen mit Schweine und so, wo das nicht hingehauen hat so ganz. Aber das weiß ich auch noch. Ist ja immer noch so, ne? Nein, das ist nicht mehr so. Die Preise sehen komisch aus, sind aber nicht so hoch, weil du nicht nach der Preis, der dort steht, ist nicht pro Stück, sondern tatsächlich nach Gewicht. Genau. Pro Stück. Pro Stück? Ja.
Deswegen ist das viel zu günstig. Günstig? Die Preise sind zu billig. Also du kriegst hier für eine abgelieferte Kuh, was weiß ich, 400 oder so. Oh, das ist zu wenig. Das ist allerdings zu wenig. Du musst mindestens 8000 kriegen. Mindestens. Das ist das real? Um einigermaßen Schnitt zu haben. Ach so. Um das dann ans Spiel anzupassen, ne? Ja. Okay. Und für ein Schwein kriegst du 40 Euro. Das ist ja Quatsch. Ja, dann brauchst du die gar nicht machen. Nur was nee, du kriegst ja fürs Getreide und für das ganze Futtergedöns hast du mehr Geld am Ende, als wenn du jetzt Schweine dafür machen würdest. Ja, du stopfst in das Schwein ja schon mehr rein, als was du da rauskriegst, deswegen. Mit Spaß, ne? Ja. Mit viel Spaß. Ohne Leerzeichen. So, ich hab... Der Link steht doch da schon. Der war offline gewesen. Achso. Ja. Quatsch. Na gut, ja, das mit Gülle und Mist hat einer geschrieben, kannst du auch gut einrechnen als positiver Ertrag. Aber trotzdem, also ich sehe das nur als Spaß, als Fun-Faktor, den du zusätzlich machst. Richtig Geld damit verdienen kannst du hier nicht. Ich glaube, auf der Ackendorf hätte man damit vielleicht Geld verdienen können, wenn du das zu den Lebensmittelkonserven verarbeitet hättest, würde da vielleicht einiges mehr rauskommen. Das konnten wir aber so auch nicht testen. Okay. Ich hätte jetzt sagen können, wenn ich mit meiner Map-Palette angekommen bin. Ja, das hättest du wohl machen können. So, Hago, hast du einen Trigger gefunden? Nein. Das ist voll darauf. Okay, fertig. Ruckel. Gab's bei der Geschichte gab's da vielleicht auch eine PDF, wo das drin steht, was einlagern kann oder nicht einlagern kann? Ich hab nichts gesehen und nichts gefunden. Mhm. Also, was hast du denn da gekauft, Hago? Okay, ach, du hast den Mann, Case dran? Wo, was? Oder wo, welchen hast du dran? Ach, da hat er keinen Case dran, nee. Da hat er was anderes dran. Ist das die Futtermischanlage? Alter, was denn? Könnt ihr gleich hin? Ich spring gleich mal in den Johnny rein, sobald ich den Häcksler reingefahren habe. Und dann kann ich ja mitsuchen. Vielleicht finde ich da ja was. So, muss erstmal das auf das vordere Ding stellen. Das ist ein bisschen komplizierter werden. Ich mache das einfach so, dann sollte das eigentlich passen, ja. Wunderbar. So, okay, der ist auch einsatzbereit. Johnny, da ist der Johnny ist... Hago, gibst du mir dann einen der Hänger ab? Dann könnte ich mit einem der Hänger auch fahren. Oder wo hast hab du ich den? Schon. Ach, wo hast du denn den anderen? Steht da hinten auf dem Hof. Ach da, okay.
Komm hier nicht hoch.